Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder reinlohnt. Ihr wundert euch bestimmt, wo ich jetzt schon wieder unterwegs bin. Und zwar bin ich beim letzten Mal wieder verschleppt worden von den Ureinwohnern, weil, naja, die bei mir zu Hause waren. Und ja, ich habe mich eigentlich zurückgehalten. Und dann wurde aber auf meiner Struktur rumgehauen. Und dann kam der Moment, wo ich sauer wurde. Und dann habe ich halt den einen oder anderen leider töten müssen. Ich hatte mir nämlich so schöne Schädellampe hingebaut, ein wunderbares Vogelhaus, das tolle Baumhaus natürlich. Und ja, dann kamen die Feinde und dachten, okay, wir reißen der die Bude ab. Ich bin jetzt, weiß jetzt gar nicht so genau, ob mein Baumhaus noch steht, weil ich halt, wie gesagt, entführt wurde, liebe Leute. Wir gehen erstmal kurz ins Inventar rein, weil ich sehe schon, was nämlich auch in der letzten Folge passiert ist. Das waren dann wieder so viele Ereignisse, die aufeinander trafen, dass es plötzlich auf einmal Schnee war. Also ich bin früh aufgestanden und plötzlich lag der Schnee da. Es hat weder geschneit, oder ich hätte irgendwie gemerkt, dass irgendwie mir kälter wurde oder so. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, so, das kannst du dir, glaube ich, jetzt mal auf die 6 legen, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass dadurch uns wieder ein bisschen wärmer wird. Sieht gut aus, Leute. Ja, also ich habe nur festgestellt, dass eben. Ist das weg? Wende mal. Dass die Blätter fielen und ich hatte ja zwischendurch schon gesagt, sieht so ein bisschen aus wie Herbst. Ich war mir noch unsicher, wie sie es diesmal gestaltet haben. Aber es gibt wohl jetzt auch Jahreszeiten hier bei Sons of the Forest. Ist natürlich richtig cool. Und jetzt friere ich aber, Leute. Und wir versuchen jetzt erstmal nach Hause zu kommen, weil ich natürlich erstmal checken muss, ob die Bude überhaupt noch steht. Und der Witz ist jetzt gerade, weil ich sehe, ne? Ich wollte nämlich heute schon sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich wohne, weil irgendwie ich noch nie herausgefunden habe oder mich noch nicht damit beschäftigt habe, wie ich denn mein Gebäude oder mein Zuhause markiere auf der Karte oder hier auf den Tracker. Und wie es der Zufall aber so wollte, habe ich ja in der letzten Folge die Virginia einen Peilsender an die Brust geklemmt. Und somit habe ich jetzt gerade automatisch eine Möglichkeit, mein Zuhause zu finden. Finde ich ja total witzig, ne? Ganz ehrlich. Okay, ich brauche noch mehr zu freezen, ne? Sehe ich das richtig? Ich gehe noch mal kurz hier rein. Leute, ich habe jetzt wirklich gerade wieder ein paar Stunden hinter mir. Ich hoffe, man merkt es mir nie an, ne? Ich habe euch nicht dazu geholt, weil eigentlich wollte ich es auch nicht thematisieren. Aber ja, ich kann sowas nie verstecken. Ich bin schon wieder so aufgelöst gerade gewesen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ihr könnt euch vielleicht aber denken, dass es wieder an der Performance lag. Und zwar ging das leider wieder los. Mit der Dia-Show. Und jetzt habe ich gerade 3 Stunden hinter mir, wo ich hier an den Einstellungen rummanövert habe. Und das Fazit, was ich euch geben kann, um auf den Punkt zu kommen, ihr kennt mich, ich könnte jetzt wieder stundenlang darüber reden, weil ich ja auch wirklich nur 20% davon verstehe, was ich hier tue, aus technischer Sicht. Aus irgendwelchen Gründen hat sich wieder mein Encoder bei OBS verstellt. Das bedeutet, ich habe jetzt wieder seit Monaten anscheinend mit dem falschen Encoder aufgenommen und gerendert. Und deshalb hatte ich bei diesem Spiel Probleme. Und es lag auch. Es lag auch gar nicht an den Grafikeinstellungen. Null.
Es lag natürlich, ich hätte es mir eigentlich auch denken können, weil das Problem, was ich ja die ganze Zeit hier unten gesehen habe, da steht ja bei OBS Codierungsverzögerung, ne? Und das ist ja ein eindeutiges Zeichen für, dass der Encoder falsch ist, beziehungsweise was mit der Grafikkarte nicht stimmt. Ne? Das habe ich jetzt mir natürlich nochmal in Erinnerung gerufen und dann habe ich halt wieder recherchiert und habe dann im Zuge dieser Recherche wieder festgestellt, dass ein komplett falscher Encoder bei mir eingestellt war. Und naja, jetzt habe ich das halt alles geändert und verstellt wieder. Und ja, Leute. Aber es waren jetzt wieder so 3 Stunden, wo ich wirklich dachte, ich war schon wieder so kurz vorm Heulen irgendwie, weil ich dachte, oh nee, ich will nie. Ich will nie, dass das bei Sons of the Forest ist. Was ist das denn bitte? Der sieht aus wie ne. Alter, das ist doch voll Cowman-Style mit dem Bauchklatscher. Ich könnte mir mal bitte eine geilere Axt. Guck mal, das ist ja einfach mal nur genial. Und seht ihr das, dass ich jetzt im Kampf mit den Leuten oder nicht mehr so einen Ruckel kurz hab? Guckt euch das mal an. Das wird ja immer besser hier. Okay. Virgil? Guck mal bitte, was da hinten abgeht. Ich renne übrigens weg jetzt, ne? Moment mal. Ja, scheiße, jetzt ist die aber hier. Die sollte doch bei meiner Base bleiben wegen dem Tracker, Leute. Scheißendreck, das ist gar nicht meine Base. Shit, wo ist denn meine Base? Ist die da unten? Der kommt, ne? Ich meine, wir sehen es alles, der kommt. Moment mal. Entschuldigung, lieber Mann, ich will nur, ich muss halt meine Base finden. Scheiße, jetzt habe ich mich auf die Virgie verlassen, Leute. Wo ist denn meine Base? Scheiße, ich glaube, meine Base ist da oben, Leute. Ich bin komplett falsch hier. Das ist doch voll der. Naja, liebe Grüße an Voucher. Ich sage ja mittlerweile auch immer nur noch Bebo dazu. Habe ich mir vom Voucher abgeguckt. Weil ich das finde ich irgendwie so passend. Warum auch immer. Ein anderer Name für ihn wäre ja noch Thrombosen-Jonas. Kennt ihr bestimmt auch die Nummer. Aber offiziell im Forest-Wiki würde er Cowman, glaube ich, heißen. Und ich bin total fasziniert schon wieder, wie viele verschiedene Gruppen es hier einfach mal gibt. Das ist doch voll die Vorstufe. Okay, ich muss jetzt erstmal mein Zuhause finden, Leute. Vielleicht haben wir Glück und wir finden noch mal irgendwie ein kleines Dorf oder so, wo ich mir noch mal ein paar Seile schnappen kann. Äste habe ich ja nun wirklich genug. Okay, nee, warte mal, du hast das Ding doch schon ausgerüstet, Gedankenspiel. Stopp! Ich möchte nur nach Hause. Guck mal, ich muss mal die Ansicht ändern. Da oben ist es doch, oder? Scheiße, Leute. Ich habe mich voll auf die Virgie verlassen jetzt, ne? Ist das überhaupt der Tracker? Doch, das war die jetzt, oder? Okay, ich lohne es immer noch die ganze Zeit nach drüben. Obwohl ich jetzt eigentlich schon 3 Stunden rumgemacht habe. Mann, Leute, ey. Tut mir so leid, ey, dieses Dilemma, ne? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das ärgert.
Bei jedem anderen Spiel wäre mir das auch egal. Also egal, klingt auch doof. Das klingt so wie, es habe ich keinen Bock, die anderen Spiele zu spielen. Ist auch Quatsch eigentlich. Aber hier ist es halt so, hat es so eine heftige Bedeutung für mich. Ich würd wirklich so traurig sein, wenn ich jetzt hier nie mitspielen kann. Das würde wirklich das Herz brechen. Mann, ey. Okay, Leute, ich höre jetzt auf, darüber zu reden. Ich verspreche es. Guck aber trotzdem noch heimlich rüber. Okay, hier ist eine Menge los, Leute. Es hat sich natürlich nichts geändert, ne? Ich will jetzt nur erstmal nach Hause, weil ich gerne mal sehen will, ob jetzt, was da jetzt überhaupt noch steht da oben, ne? Denn was ich sagen wollte, liebe Leute, wie gesagt, ich habe jetzt die Aufnahme schon so oft angefangen, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich jetzt schon alles erzählt habe, weil ich die Sätze jetzt schon zum 30. Mal erzähle, gefühlt. Sorry. Ich habe ja die Möglichkeit, in den Einstellungen den Gebäudeschaden auszustellen. Das bedeutet, wenn das jetzt wirklich so krass ist, dass die gefühlt alle 5 Minuten mir dort die Bude wegreißen, ne? Dann kann das durchaus sein, dass ich das noch mal ändern werde. Die Feinde und so würde ich natürlich alles so lassen, wie es ist. Kann ich auch jetzt, glaube ich, nachträglich nicht ändern, weil das ja zur Bedeutung hätte, dass ich einen neuen Spielstand starten müsste. Deswegen kann es sein, dass ich mir dann irgendwann mal dadurch helfen werde. Ich würde es jetzt aber noch nie machen, aus dem folgenden Grund. Ich habe nämlich festgestellt in der letzten Folge, als sie da ankam, wie gesagt, ich habe ja die Palisade noch gar nicht rumgezogen, ne, ums Gelände. Also das ist ja jetzt einfach nur so eine Testmauer, die da steht. Was mir aber dadurch schon aufgefallen ist, ist, dass die Herr und Frau Ureinwohner, da wo ich die Baumstämme habe, die schon so angeschnitzt sind, da sind die nie drüber geklettert, aber an den Baumstämmen, die eben keine Spitze oben hatten, da sind die rübergekommen. Und das ist ja eigentlich schon mal eine coole Angelegenheit, weil das hätte ja zur Bedeutung, dass die Wall im Grunde genommen schon was bringen würde, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt wohne, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Nee, hier wohne ich doch gar nicht. Wo wohne ich denn? Scheiße. Mach nochmal. Nee. Wo ist. Es muss ja ein See sein und eine Höhle daneben. Was ist das da oben? Nee, da wohne ich nie. Wohne ich da? Oder war. Oder wohne ich doch da unten? Ach du Scheiße, Leute. Jetzt geht's los, ne? Na gut, wir wollten ja ein bisschen erkunden. Jetzt haben wir das automatisch. Genau, ich fühle mich nur überhaupt nicht sicher hier. Tatsächlich. Und das Schlimme wird, wenn die Nacht anfängt, ne? Okay, ich muss mir wirklich was einfallen lassen, wie ich meinen Baseplatz markiere. Weil die verschleppen mich ja immer in den Jordan. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich hier bin, Leute. Und dadurch, dass jetzt hier noch Schnee ist. Hier? Oh, da ist er wieder. Der fiese Keulenmann. Okay, ich bin weg, Leute. Okay, ihr merkt's, ne? Die sind jetzt richtig sauer auf mich. Ich renne wie eine Wilde. Okay, wie flüssig das jetzt halt einfach läuft, ne? Diese scheiß Encoder, ey. Das Einzige, was jetzt halt sein kann, Leute, da möchte ich auch gleich noch eine Vorwarnung machen. Da muss ich jetzt mal gucken. Für den Encoder, den ich habe, wird halt
1080p Auflösung empfohlen. Und vorher habe ich ja in 2K die Aufnahmen gemacht, weil wenn ich bei YouTube 1080p hochlade, kommt dort nie 1080p an. Das heißt, man hat dann immer so eine leicht zwischendurch so eine, ich bin doch komplett falsch, so eine verpixelte Aufnahme bei mir, was wohl leider daran liegt, dass ich durch den Kleinstatus meines YouTuber-Seins ein bisschen gedrosselt werde durch die Plattform. Und deswegen habe ich ja vorher jetzt die ganze Zeit immer mit 2K aufgenommen. Und mit dem Encoder, den ich jetzt gerade verwende, wäre das aber wohl nicht so clever. Und deswegen ist die Rohaufnahme jetzt wieder in 1080p, was eben zur Folge hätte. Das muss ich dann halt gucken, na? Dass wir wieder vielleicht ab und zu zwischendurch so ein verpixeltes Bild haben. Ich hoffe nie, Leute, na? Okay, wohne ich da hinten? Oder nee, habe ich nie da unten gebaut und noch gesagt, da unten ist cool, weil da wollte ich doch hin. Okay, Leute, ich bin so durcheinander. Ich versuche die Leute alle abzuhängen hinter mir. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht gleich wieder Nacht wird. Nee, da oben ist nie die Höhle. Das muss das da unten sein. Oder die haben ja jetzt vielleicht die ganzen Strukturen schon abgerissen. Und deswegen sehe ich da auch nichts, ne? Ich höre auch ganz komische Sounds die ganze Zeit. Guck mal, der See und so ist auch alles zugefroren jetzt, ne? Guck mal. Hier haben wir aber mal wieder was zum Einsammeln, Leute. Seil, Seil. Das meine ich übrigens. Das ist nämlich absolut perfekt, Leute. Dass ich hier nochmal unterwegs bin. Weil ich brauche ja eh Seile, ne? Für was weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich brauchte das auf jeden Fall. Scheiße, wo bin ich, Leute? Wo ist mein Zuhause? Es muss da unten sein. Oder? Achtung. Ich weiß nicht, ob Fallschaden schon drin ist. Bring doch mal was. Okay. Das wenigstens ein bisschen hoch ist. Aber ich scheine jetzt gerade nicht mehr zu frieren, oder? Guck mal, wie ich hier runterslide. Okay, aber das ist ja interessant. Also wenn das jetzt hier zugefroren ist, natürlich nicht da, wo fließendes Gewässer ist. Oh. Geil, die Sounds, ey. Ich liebe es. Aber Leute, ich. Oh, yes. So, ich nehme mal die Abkürzung. Tschüss. Guckt der blöd, oder? Es wäre so geil, wenn die noch so ein Boot oder so hätten. Also für mich zum Bauen, dass ich hier so den Wasserfall runter. Nee, das ist nicht das, wo. Scheiße, Leute. Ich hab. Aber ich hatte doch eine Höhle bei mir in der Nähe. Es muss da hinten sein. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich euch geben kann. Diese Höhle. Oder? Ja, doch. Das war ja genau der Clou an der Nummer. Ich wollte ja zu der Höhle und dann habe ich den geilen See entdeckt. Und dachte mir, ach Mensch, da kannst du dir doch mal gemütlich im Baumhaus hinzimmern. Ich höre die ganze Zeit auch so ein komisches Brummen. Hört ihr das?
Es muss da hinten sein, Leute. Also doch da, wo der grüne Punkt ist. Okay, es wird nämlich jetzt Nacht, Leute. Oh, ich lieb's, ne? Das ist wirklich das Geilste, Leute. Die Sounds, eher. Einmal nur noch Hammer. Doch, das muss es sein. Oder? Da hinten. Da muss die Base sein, Leute. Stopp, ich hänge irgendwo. Spring doch am besten. Alter, die Sounds, eher. Oh, ich will gar nach Hause. Ja, da ist sie doch. Was hast du denn? Oh, warte mal. Nee, ich habe für dich leider gar nichts. Außer den Tracker. Was hast du für mich? Danke dir. Oh, guck mal, das muss ich eh erst mal probieren. Was ist denn das? Und? Es war auf jeden Fall da hinten, Leute. Da ist mein... Ba ist es doch markiert jetzt hier, meine Hütte? Doch, ne? Nee, ist es näher. Das ist sie, der grüne Punkt. Bewegt er sich? Doch, doch. Okay, Leute, ich hab's wieder gefunden. Ach so. Okay. Wisst ihr, was ich gerade dachte? Dass ich gar nicht mehr hier hochkomme. Ach Gott, ist das schön jetzt mit dem Schnee. Okay, ich versuche jetzt erstmal kurz zu pennen, Leute. Bitte. Und dann am besten aber nochmal. Danke. Und mal ganz kurz bitte speichern. Weil wir haben die Hütte wieder gefunden. Kann ich dich essen, ohne zu sterben? Oder bist du schon... Guck mal, die geile Animation jetzt. Hammer. Vielleicht seid ihr ja auch schon verrottet. Nee, es gibt keine Zungen. Ja, scheiße, aber dann kann ich ja jetzt hier wieder nichts trinken, ne? Mein Gott, brauchst du... Ah, nee, ich habe auf die falsche Anzeige geguckt, Leute, sorry. Okay, nimm das mal mit. Okay, Leute. Alles klar, ich bin auf jeden Fall wieder hier. Aber wie bekomme ich denn das jetzt hier mal markiert? Warte mal, ich gehe noch mal kurz hoch. Früher konnte man am Bett immer so durchschalten. Die Sounds sind unheimlich, Leute. Hört ihr das? Das Gejaule. Aber hier gibt es kein Haussymbol, ne? Naja. Da ist nichts los hier. Tatsächlich. Okay. Die Knochen sind aber noch da. Mit denen wollte ich ja auch irgendwas machen, ne? Okay, Leute, jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln. Also, ich kann jetzt hier nichts trinken, weil der See natürlich dicht ist. Aber kann ich das aufschlagen? Guck mal, hä? Okay. Offiziell existiert die Schicht gar nicht fürs Spiel. Also schon, weil ich drüber laufen kann. Aber ich kann da einfach durchkloppen. Scheiße. Ich hatte nämlich jetzt gehofft, dass ich da draus trinken kann, wenn ich das mir aufs schlage, Leute. Aber dahin hört ihr doch auch den Wasserfall, oder? Gehe ich dahin jetzt mal was trinken? Dann habe ich ja anscheinend nie so scheiße gebaut, oder? Das konnte ja nur wirklich keiner ahnen. Mal hier kann ich doch jetzt trinken. Dann geht's ja irgendwie. Guck mal. Geh mal richtig rein hier. Okay. Gut. Hier vielleicht nicht unbedingt. Aber hier. Guck mal. So geht es doch. Und? Ja, also kalt ist mir anscheinend jetzt nicht mehr.
komischerweise. Okay, dann ist das auf jeden Fall schon mal safe, die Nummer, ne? Also trinken können wir hier auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz geil. Müssen wir aber trotzdem immer ein Stück laufen, ne? So, wo war jetzt nochmal die Base? Da, ne? Okay, ich muss mir was einfallen lassen, wie ich das markiere. Aber da unten, also diese normalen Shelter da, wie ich sie jetzt zu Beginn immer gebaut habe. Ja, es ist gruselig. Was ist denn das? Ein Sound. Die werden mir ja auf der Karte auch nie angezeigt, ne? Möchte ich mal betonen. Guck mal, wenn ich da jetzt mal rauszoome, oder ja, dann müsste ja da unten am Strand, müsste von mir eine Hütte sein. Und hier wird mir aber auch nie angezeigt. Das heißt, es muss doch irgendwie hoffentlich eine andere Möglichkeit geben, mein Haus zu markieren. Ich traue mich mal kurz ins Buch rein und guck mal, ob es hier irgendwas gibt. Eine Fahne oder irgendwas in der Art. Guck mal, das hatte ich ja gebaut. Den Jagdunterstand. Und da habe ich auch kein Haussymbol bekommen. Beobachtungsturm. Das ist auch ganz geil, ne? Mal eh nochmal ein bisschen durchschlunzen, um uns ein bisschen Inspiration zu holen. Wobei ich tatsächlich als erstes mir. Okay, hier ist nichts. Ich kann das nicht markieren, oder wie soll das gehen? Ist aber schade, weil. Wäre halt schon ganz cool, ne? Früher gab es ja solche Fahnen, die ich aufstellen konnte. Wenigstens. Und ich habe immer sehr gerne auch meinen Holzschlitten verwendet und die Fahne von dem. Als ich die Map dann kannte, habe ich alle Symbole immer ausgestellt. Ich bin auch kurz davor, das hier alles auszustellen, weil das so krass den Bildschirm verdeckt. Diesen ganzen Informationen. Alter, hier sind so Sounds, die erinnern mich mehr an Green Hell gerade. Ich habe gerade so, unabhängig von dem, was wir gerade sehen, nämlich den Schnee, habe ich die ganze Zeit im Ohr das Gefühl, ich bin im Dschungel unterwegs. Okay. Wo es eine Markierung gab, das weiß ich noch. Nein, du bist ja einfach mal nur geil. Alter. Wie gut bist du denn drauf? Danke dir. Das hänge ich mir gleich oben. Als ich Kelvin. Als ich Kelvin dazu beauftragt habe, eine. Oh, Scheiße, nee, warte mal. Sorry. Als ich den. Genauso verpeilt wie ich heute. Danke, Kelvin. Als ich den am Strand beauftragt habe, uns einen Unterschlupf zu bauen, da ah, jetzt habe ich gerade. Wartet mal. Das muss ich mal ganz kurz ausprobieren. Wenn ich jetzt hier ins Inventar gehe und sage, ich nehme mir mal da oben so eine Plane. Nimm die mal. Würde die. Ach so, ich kann die aber nie einfach so auf den Boden schmeißen, ne? Okay, anders. Wie gesagt, ich würde halt, wenn ich jetzt ihn dazu bekomme, einen Unterschlupf zu bauen, dann gab es beim letzten Mal. Jetzt geht's. Ja, guck mal, weil ich dem jetzt das Ding hingebaut habe. Guck mal, wenn ich jetzt sage, bau mal das Ding hier hin. Ich habe mich schon gefragt, warum es so viele Planen gibt. Guck mal,
Jetzt macht er das. Und dann? Ach so. Gut, ich habe wieder Scheiße gebaut. Das wollte ich doch gar nicht. Ach, abbauen sollte das bedeuten. Ach je. Abbauen? Nee, baue Unterschlupf. Das hätte ich gerne, Kelvin. Pass mal auf jetzt. Ist das meine Möglichkeit? Jetzt macht er das. Schlunz. Und jetzt habe ich, liebe Leute, jetzt habe ich auf der Karte ein Haussymbol. Leute, genau das wollte ich erreichen. Geil, Leute. Okay, dann wollte ich mich für heute verabschieden. Ich wollte vor allen Dingen. Ich möchte mich für heute verabschieden, liebe Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Entschuldigung für mein kurzes Abdriften wieder in meine privaten Probleme. Aber irgendwie betrifft es euch ja auch, weil ihr seid ja die Leute, die dann auch drunter leiden müssen, wenn die Folgen so Schwammi-Mac-Schwammstein sind. Ich hoffe, es läuft alles, Leute. Aber wie oft habe ich den Satz schon gesagt? Naja, gut. Bis bald bei Sons of the Forest und ich freue mich drauf. Macht's gut, Leute. Tschüss.